Mich erreichen in letzter Zeit wiederholt Anfragen von Kollegen, aber auch von Patienten, wie das denn nun mit den Spike-Proteinen sei, die man nachweisen kann oder auch nicht. Und es ist in der Tat so, Spike-Proteine oder Spikes sind mal da und auch mal nicht da. Das heißt, wenn man also Geld ausgibt, um zu messen, ob die Spikes da sind, dann ist das Geld dafür möglicherweise auch schon mal verbrannt. Grundsätzlich geht es aber gar nicht unmittelbar um den Nachweis, sind die Spikes jetzt da oder nicht da, sondern es geht ja eigentlich um die Fragestellung, haben meine Symptome etwas damit zu tun, dass ich möglicherweise immer noch Spikes produziere? Und diese Antwort oder diese Frage kann man eigentlich ganz einfach beantworten, zumindest orientierend. Wir wissen ja aus der Zeit der Impfkampagne, dass wir uns eigentlich alle 4 Wochen hätten impfen lassen sollen, weil ja der Abfall der Antikörper, der neutralisierenden Antikörper gegen die Spikes, so gravierend ist, dass dadurch der Schutz gefährdet war. Im Umkehrschluss heißt das aber ja, wenn ich jetzt 1 Jahr oder 1,5 Jahre keine Impfung mehr bekommen habe, müssen diese neutralisierenden Antikörper ja quasi weg sein oder auf einem niedrigen, angepassten, normalen Niveau liegen, weil das Immunsystem im Normalfall ja nicht mehr macht, als es machen muss. Wenn ich dann im gleichen Zug auch noch wissen möchte, ob denn die Spikes oder sagen wir die neutralisierenden Antikörper gegen die Spikes möglicherweise noch von der Impfung herrühren oder ob ich vielleicht doch eine Infektion durchlebt habe, die ebenfalls zu etwas führen kann, denn auch Infektionen können ja zu chronischen Virusinfektionen führen, dann sollte ich das Nukleokapsidprotein als Antikörper IgG bestimmen lassen, damit ich eben auch sehen kann, ob mein Körper auf dieses Nukleokapsid, was ja dem Virus eigen ist, aber der Impfung fehlt, reagiert und dann könnte es eben tatsächlich auch von einer Infektion kommen, die nicht ausgeheilt ist. Wenn ich also diese beiden Werte zusammen habe oder erst nur die neutralisierenden Antikörper ins Labor schicke und dann, wenn ich das Ergebnis, was meistens sehr schnell geht, am nächsten Tag vorliegen habe, kann ich mit dem dort rückgestellten Blut immer noch nachmelden, bitte auch die Nukleokapsid-Antigene IgG bestimmen lassen. Kann ich also Geld sparen. Und in diesem Zusammenhang weiß ich dann, ob es sich lohnt, nämlich neutralisierende Antikörpertiter sind hoch, nach den Spikes zu suchen, dafür Geld auszugeben und dort weitergehende Untersuchungen zu machen. Oder zu sagen, nee, meine Beschwerden haben ganz andere Ursache und ich muss einen anderen Weg gehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen in Ihrer Entscheidungsfindung für eine Diagnostik behilflich sein und gleichzeitig Ihr Portemonnaie schonen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.